Kapitel 10 Heiligenverehrung aus islamischer Sicht. Kapitel 10.1 Allahs Gunst. Der Mensch neigt dazu, einige Menschen über andere zu erhöhen. Es gefällt ihm, ihnen große Wertschätzung entgegenzubringen, und er zieht es vor, diesen mit Bewunderung betrachteten Menschen zu folgen, anstatt selbstständige Entscheidungen zu treffen. Dies ist eine unmittelbare Folge aus der Tatsache, dass Allah einige Leute vor anderen auf verschiedene Art und Weise begünstigt hat. So wurde der Mann gesellschaftlich über die Frau gestellt. Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor, weil Allah die einen vor den anderen ausgezeichnet hat. Sura An-Nisa, Vers 34. Doch den Männern gehört ihnen gegenüber eine Stufe. Sura Al-Baqarah, Vers 228. Manche Menschen wurden wirtschaftlich über andere gestellt. Und Allah hat einige von euch vor den anderen mit Gaben begünstigt. Sura An-Nahl, Vers 71. Der Stamm der Israeliten wurde durch göttliche Führung vor dem Rest der Menschheit bevorzugt. O ihr Kinder Israels, gedenkt meiner Gnade, mit der ich euch begnadete, und denkt daran, dass ich euch allen Welten vorgezogen habe. Sura Al-Baqarah, Vers 47. Die Propheten wurden durch Offenbarung vor der ganzen Menschheit bevorzugt, und Allah begünstigte einige der Propheten vor anderen. Dies sind die Gesandten. Wir haben einigen von ihnen den Vorrang über anderen gegeben. Sura Al-Baqarah, Vers 253. Doch Allah hat uns angeordnet, nicht jene Dinge zu begehren, mit denen er einige der Menschen vor anderen bevorzugt hat. Und begehrt nicht das, womit Allah die einen von euch vor den anderen ausgezeichnet hat. Sura An-Nisa, Vers 32. Denn diese Begünstigungen sind Prüfungen, die beträchtliche Verantwortung mit sich bringen. Sie sind nicht das Ergebnis menschlicher Bemühungen und sollten keinen Hochmut aufkommen lassen. Allah wird uns nicht dafür belohnen, dass wir sie besessen haben, vielmehr werden wir Rechenschaft dafür ablegen müssen, wie wir sie verwendet haben. Deswegen riet uns Allahs Gesandter, Friede und Segen seien auf ihm: Seht diejenigen an, die unter euch stehen, das heißt, denen es schlechter geht, und nicht diejenigen über euch. Es ist besser für euch, so dass ihr Allahs Segnungen auf euch nicht verleugnet. Jeder wurde auf die eine oder andere Weise über andere gestellt, und jeder hat eine bestimmte Verantwortung, für die er Rechenschaft ablegen wird. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Wahrlich, ihr seid alle Hirten, und jeder von euch ist verantwortlich für seine Herde. Diese Verantwortung ist der grundlegende Bestandteil der Prüfung dieses Lebens. Wenn wir Allah dankbar für seine Begünstigungen sind und sie rechtens anwenden, sind wir erfolgreich. Andernfalls scheitern wir. Die vielleicht größte Prüfung ist jedoch die Verantwortung, die sich daraus ergibt, dass Allah den Menschen vor der ganzen Schöpfung begünstigt hat. Diese Bevorzugung wurde durch Allahs Befehl an die Engel, sich vor Adam niederzuwerfen, bestätigt. Die Verantwortung ist zweifach. A. Sie bringt die persönliche Verantwortung mit sich, den Islam zu akzeptieren, die völlige Ergebenheit Allah gegenüber. B. Sie bringt ferner eine Gemeinschaftsverpflichtung mit sich, nämlich Allahs Gesetzen auf der ganzen Erde Geltung zu verschaffen. Deshalb sind die Gläubigen in den Augen Allahs weit höher gestellt als die Ungläubigen, da sie ihre Verantwortung annehmen. Allah sagt: Ihr seid die beste Gemeinde, die für die Menschen entstand. Denn ihr gebietet das, was rechtens ist, und verbietet das Unrecht. Und ihr glaubt an Allah. Sura Ali Imran,
Vers 110.